Es gibt SBC-Karten, die hat wirklich niemand gemacht. Niemand? Das stimmt nicht. Julian hat sie gemacht und deswegen baue ich heute auf seinem Account das unbeliebteste Team in FIFA 22, was die SBC-Karten angeht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele SBC-Karten ihr von diesem Team abgeschlossen habt. Schreibt mir mal am Ende des Teambuildings rein. Ich habe eine von 11 abgeschlossen, vielleicht auch keine von 11. Das könnte auch sehr, sehr gut sein. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Wir starten rein mit dem Torhüter. Checkt auf jeden Fall auch Julian ab. Link ist in der Videobeschreibung zu seinem Twitch-Kanal. Da streamt der Mann häufiger im Sommer ohne, ja, wir starten mit dem Torwart. Boom, da ist der Kollege Courtois. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was, der ist unbeliebt gewesen? Nee, es gab nur zwei Torhüter-SBCs in FIFA 22. Der andere Kollege, De Gea, war allerdings beliebter. Hab letzte Woche schon ein Video dazu hochgeladen. Checkt das sehr, sehr gerne auch nochmal ab. Das beliebteste SBC-Team in FIFA 22. Platz 2 geht an Courtois und deswegen ist er jetzt hier im unbeliebtesten SBC-Team in FIFA 22. Also das tut mir auf jeden Fall leid, dass er jetzt hier in diesem Team gleich mit den ganzen anderen Stinkstiefeln spielen muss, weil die sind wirklich sehr schlecht bewertet. Fast schon gehasst, muss man sagen. Und wir spielen das Team heute in der Dreierkette, weil es einfach unfassbar viele unbeliebte Innenverteidiger-SBCs gab. Linksverteidiger-SBCs, die unbeliebt waren, gab es eigentlich fast gar nicht. Es gab nur einen Rechtsverteidiger, der echt unbeliebt war. Und das war die Foot-Birthday-Karte von Leiner. Also der kam erst im März raus und der sieht halt echt nicht so stark aus, weil er nur 82 Verteidigen hat. Julian hat ihn natürlich trotzdem gemacht, gar keine Frage für den Mann. Als er gesehen hat, oh, Stefan Leiner, den muss ich direkt abschließen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir gehen rein in die Innenverteidigung und damit zum ersten, beziehungsweise zu Platz 3 der schlecht bewertetsten Innenverteidiger-SBC-Karten. Und den gibt es noch gar nicht so lange. Kevin Volland Shapeshifter ist halt nur 1,79 groß als Innenverteidiger. Ich kann euch gar nicht so richtig sagen, warum der so krass schlecht bewertet wurde. Ich finde die Karte nämlich eigentlich ganz cool. Schreibt mir mal in die Kommentare, habt ihr den vielleicht abgeschlossen? Sieht absolut spielbar aus. Keine Ahnung, 90 Tempo, ich weiß nicht. Viele wollten den vielleicht lieber als Flügelspieler. Er hat halt nur 3 Sterne Skills, aber braucht man doch auch nicht als Innenverteidiger. Ich habe keine Ahnung, warum der so schlecht bewertet wurde. 1200 Dislikes, aber auch 1000 Likes, muss man sagen. Platz 2 der schlechtesten SBCs hat es da deutlich schlimmer erwischt, und zwar Dante mit 5300 Dislikes. Julian und ich haben den damals abgeschlossen, weil wir direkt ein Video um den gemacht haben. Es ist halt einfach eine Bundesliga-Legende, aber der Kollege hat über 100.000 Münzen gekostet und hat halt eine 85er-Karte mit 79 Tempo. Sieht überhaupt nicht gut aus. Also ich kann absolut verstehen, warum der so viele Dislikes kassiert hat. Ist wirklich die unnötigste SBC überhaupt gewesen, muss man echt sagen. Aber einer hat die Dislikes sogar noch getoppt in der Innenverteidigung. Und das ist Samuel Umtiti Flashback. Willkommen im Team. 78 Tempo, 86 Verteidigen, auch nur eine 85er Karte. Hat auch um die 90.000 Münzen gekostet. Also man kann den ungefähr vergleichen mit dem guten Dante. Also ist auch einfach keine geile Innenverteidigerkarte. Gerade in der La Liga gibt es so viele gute, günstige Innenverteidiger wie ein Koundé, wie ein Diego Carlos, Alaba, Eder Militao, ihr wisst, wie es läuft. Also ich kann schon verstehen, warum der so schlecht bewertet wurde. Julian hat er natürlich trotzdem gemacht. Vielleicht einer von euch auch. Dann nehmen wir kurz unsere ZDMs mit. Da kommt einer mit 8000 Dislikes erstmal rein. Und zwar die 90er Karte von Ndombele Foot Birthday. Forster Skills, 5-Star Weakfoot, hat aber 300.000 Münzen gekostet. Und wenn man sich die Karte so ein bisschen genauer anschaut, weiß man auch, warum der so gehasst wurde, Digga. 8000 Dislikes, nämlich für 80 Tempo, 81 Schießen, 78 Verteidigen, 81 Physis. Das sind halt alles Werte, die man schon gerne gut hat. Aber die hat er halt nur so absolut mittelmäßig. Dafür kann er halt extrem gut dribbeln und passen. Was irgendwo auch komplett sinnlos ist auf so einer Karte. 300.000 war halt wirklich völlig überteuert und deswegen wurde der gut gehatet. Und beim rechten ZDM kommen wir direkt zur zweitmeist gedislikten Karte in FIFA 22, was die SBCs angeht. Aber Julian hat sich nicht lumpen lassen und den trotzdem gemacht. Gündogan in der SBC Moments Karte. Forster Skills, Forster Weakfoot an sich. Finde ich, sieht die Karte gar nicht so schlecht aus. Hat geile Allround-Stats so. Kann auch schießen, trippeln, bla bla bla. Aber Digga, der hat fast 600.000 Münzen gekostet. Junge Julian, ey. Ich weiß, Julian hat dieses Jahr jede SBC abgeschlossen. Richtig fette Props dafür. Aber als er den abgeschlossen hat, Digga, da meinte ich auch zu ihm, Bruder, überleg's dir bitte nochmal. Aber zum Glück hat der Gündogan danach auch keine bessere Karte mehr bekommen. Sonst würde man sich
wirklich verarscht vorkommen. 215 Spiele hat Julian auch immerhin mit dem gemacht. Und damit kommen wir zum rechten Mittelfeldspieler. Und das ist Lucas Vazquez. Ihr wisst, wie es läuft. 87er Rating. Der hat einfach 3300 Dislikes. Die Karte an sich finde ich gar nicht so schlecht, weil du kannst ihn gefühlt auf jeder Position zocken. Aber der kam einfach mit einem 85er Rating raus. Und da haben sich alle drüber aufgeregt, dass er nur so niedrig bewertet wurde, weil irgendwie schon vorher Karten mit einem 88er Rating rauskamen. Zum Beispiel Niklas Süle kam und der ging dann direkt auf eine 90. Dann bringt EA einen Vazquez mit einem 85er Rating raus. Real Madrid hat das Spiel dann gewonnen und der Kollege hat dazu noch 113.000 Münzen gekostet. Also der war absolut überteuert und das Rating war einfach viel zu schlecht. Wir machen weiter mit dem linken Mittelfeldspieler und das ist eine 88er Foot Birthday Karte und zwar Mavi Didi und der hat auch stolze 6.000 Dislikes auf seiner Karte. Und Bruder, ich kann auch wieder verstehen, warum der so gedisliked wurde. Der hat 112.000 Münzen gekostet, hat von EA nur 3 Sterne Skills bekommen, also kein Upgrade. 5-Star Weakfoot ist ganz cool, aber yo, es ist halt einfach eine 0815 Karte, die du absolut nicht abschließen musst. Also keine Ahnung, ich würde fast sagen, Mavi Didi ist eine der wenig abgeschlossensten Karten in FIFA 22. Ich kann mir vorstellen, dass diesen Dante noch extrem wenig abgeschlossen haben. Gündogan sowieso, aber bei den anderen kann ich es vielleicht noch so ein bisschen nachvollziehen, wenn man die abschließt, aber Mavi Didi, keine Ahnung, wer den mitgenommen hat. Also der sieht nicht gut aus. Als ZOM haben wir dann Mason Mount, eine der schlechtesten SBC-Karten aller Zeiten in FIFA 22, meiner Meinung nach. Digga, Julian hat auch kein einziges Spiel mit dem gemacht. Aber auch absolut zu Recht, was ist das für eine Karte? Selbst mit einem Plus 2 hätte der keine geilen Stats gehabt. Mittlerweile hat er ja eine coole Footy-Karte bekommen, hat aber auch nur 3 Sterne Skills gehabt, 82 Tempo, 83 Schießen. Bruder, und der hat 130.000 Münzen gekostet, was eine absolute Frechheit war. Hilfe, also ich kann auch hier absolut verstehen, warum der am Start ist. Wer hat den bitte mitgenommen? Also vielleicht ein Mason Mount-Fan, vielleicht ein Chelsea-Fan, aber sonst wahrscheinlich keiner außer irgendwelche YouTuber. Und damit kommen wir zu unseren beiden Stürmern und der erste hat entspannte 5.400 Dislikes und ist ein Mann aus der Bundesliga und zwar Enmecha, 3 Sterne Skills, 4-Star Weakfoot, 140.000 Münzen hat er gekostet. Ich habe damals ein SBB gegen Max Malle mit dem Mann gemacht und der hat mir ultra gut gefallen irgendwie in-game, ich weiß gar nicht. Das lag wahrscheinlich eher daran, dass ich gegen Max Malle gespielt habe und nicht an der Karte. Grüße gehen raus an Max. Ja, auch einfach viel zu teuer für so eine Karte, dazu nur 3 Sterne Skills, da reagieren die Leute auch immer allergisch dagegen, muss ich sagen. Also ja, den haben bestimmt auch super wenig abgeschlossen. Also ja, aber damit kommen wir zur unbeliebtesten SBC-Karte in FIFA 22. Aber natürlich hat sich Julian auch hier nicht lumpen lassen und den abgeschlossen. Es geht um eine 89er Karte und der kam irgendwie eine Woche vor oder nach Gündogan. Also die 2 Karten, damit hat EA wirklich Geschichte geschrieben. Die 2 unbeliebtesten Karten in einer Woche rausgeknallt. Aubameyang mit einem 89er Rating und ohne Witz, auch die Karte sieht gut aus, also gar keine Frage, 4-Star Skills, 4-Star Weakfoot, Tripling ist bei Aubameyang irgendwie immer so ein Problem, der fühlt sich in-game einfach immer Rotze an, weil er sich anfühlt wie so ein Panzer, aber ansonsten ist das eine coole Karte, gar keine Frage, ich sag nichts gegen die Stats und so weiter, auch der Gündogan sieht super geil aus, aber, Digga, 660.000 Münzen hat er gekostet. Bruder, also da fehlen mir die Worte, wie man auf so einen Preis kommt. Also gar keine Ahnung, es ist halt wirklich so gestört, überteuert, unfassbar. Und damit steht das unbeliebteste SBC-Team des Jahres, SBC-Karten, die wirklich niemand gemacht hat. Schreibt mir in die Kommentare, wie viele von diesen 11 Karten habt ihr abgeschlossen und mitgenommen. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Und dieses wunderschöne Team testen wir natürlich jetzt noch in einem schnellen Game. Let's go. Okay, let's go. Das ist das gegnerische Team. Sieht an sich gar nicht schlecht aus. Und ich werde das Team in der 352 einmal mal unverändert zocken. Die Männer sind zwar unbeliebt, aber keiner sagt, dass sie super schlecht sind. Abfahrt. Ja, Mason Mount auf Lucas Vazquez. Schade. Kommen wir mal, wie die bringen ihn. Der kommt nicht schlecht. Ey. Na, oh mein Gott, Courtois, Junge, willst du doch in das unbeliebteste SBC-Team mit Leistungen kommen? Was ist das denn? Komm, Enmecha macht das super und holt das 1:1 wichtig. Aber macht er gut. Jetzt muss er ihn noch reinmachen. Let's go, wichtig. Komm, jetzt aber Enmecha mit dem nächsten. Vazquez. Boah, sehr, sehr geiler Pass. Aubameyang. Ja. Nice. Da ist wieder Enmecha und der hat echt einen guten Schuss, muss man sagen. Ja, okay, jetzt wird's bodenlos für den Gegner.
Ey, Courtois ist so schlecht, ne? Komm. Und Gündogan mit dem Schlusspunkt. Damit gewinnen wir das Spiel mit 7:2. Hier könnt ihr noch ein aktuelles Video abchecken. Lasst ein Like und ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns morgen zum nächsten wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.